Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du wissen möchtest, wie du so super coole Stuhlsocken für deine Stühle häkeln kannst, dann bleib jetzt dran. Wer kennt das nicht? Der Boden wird zerkratzt durch deine Stühle. Denn unter den Stuhlbeinen, wenn du da mal Filzgleiter auch drunter hattest, die sind so schnell abgewetzt oder verschieben sich oder der Kleber hält nicht und die Filzgleiter liegen dann irgendwann irgendwo einfach auf dem Boden herum. Und damit du keine Kratzer mehr auf deinem Boden hast, so wie ich auch keine Kratzer mehr auf meinem Boden haben möchte, habe ich mir überlegt, einfach ein paar Stuhlsocken zu häkeln. Diese Stuhlfüßlinge oder Stuhlsocken sind super schnell gehäkelt und die kannst du einfach mal beim Fernsehen schauen, ganz einfach nachhäkeln. Die sind für Anfänger absolut geeignet und du kannst in den Farben einfach mal bunt herumspielen oder halt wie ich neutral und konservativ bleiben in einem braunen Ton. Du kannst diese Stuhlsocken natürlich in verschiedenen Größen häkeln und bei meinen Stühlen ist es so, dass die vorderen Stuhlbeine schmaler sind und die hinteren Stuhlbeine breiter sind und deswegen habe ich hier zwei verschiedene Größen gehäkelt. Ich häkle jetzt aber mit euch eine Größe und wie das gemacht wird, zeige ich dir jetzt. Alles, was wir dazu brauchen, ist natürlich Wolle. Du kannst deine Farben ganz variieren. Du kannst auch verschiedene Muster machen. Wir machen aber heute ein ganz einfaches Muster, sodass jeder Anfänger einfach jetzt hier mit häkeln kann. Dann wollen wir mal loslegen und zwar brauchen wir eine Häkelnadel. Ich habe eine Häkelnadel hier in der Stärke 4,5 mm und Wolle. Ich habe hier eine Acrylwolle genommen, da die dann doch schon ein bisschen robuster ist, wenn man ja die Stühle hin und her schiebt. Und wir beginnen mit einem Fadenring und 14 halben Stäbchen. Fadenring aufnehmen, 2 Luftmaschen häkeln, die wir schon als halbe Stäbchen nehmen und 13 weitere halbe Stäbchen einhäkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zehn, 11, 12, 13 und 14. Wir schließen diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche. Häkeln 2 Luftmaschen auf und häkeln nun jede Masche doppelt mit 2 halben Stäbchen. Das heißt, jede Masche wird mit 2 halben Stäbchen gehäkelt. Wir gehen hier in die erste Masche hinein und häkeln nun Masche für Masche mit 2 halben Stäbchen bis zum Ende der Runde. Wir haben jetzt insgesamt 28 Maschen gehäkelt und schließen auch diese Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Ziehen unseren Fadenring enger und häkeln nun in Runden für die nächsten 20 Runden. Wenn du diese Stuhlsocken häkelst, ist eigentlich nur wichtig, darauf zu achten, wie dein Durchmesser von deinen Stühlen, von deinen Stuhlbeinen ist. Das ist das Einzigste, wo du darauf achten musst. Wenn du vorne dünnere Beine hast, wie ich an meinen Stühlen, dann häkelst du schmalere Schläuche, schmalere Socken für deine Stuhlbeine. Und wenn du dann breitere hast, so wie ich, auch an meinem Stühlen hinteren Seite sind breitere Stuhlbeine und die vordere Seite hat schmalere, da häkelst du dann breitere. Wir nehmen nichts zu und wir maschen auch nichts ab, sondern wir häkeln einfach gerade hoch. Es sei denn, dass deine Stuhlbeine oben schmaler gehen. Dann ist es natürlich angebracht, da etwas abzumaschen. Aber hier bei meinen Stühlen ist es nicht der Fall und deswegen häkel ich die einfach gerade hoch. Wir häkeln, wie gesagt, 19 bis 20 Runden hoch, einfach in halben Stäbchen und sehen uns dann wieder. Zwei Maschen aufhäkeln, in dieselbe Masche hinein Faden holen und durch alle drei Maschen auf der Nadel in die nächste Masche Faden holen und einstechen, noch einmal Faden holen und ein drittes Mal Faden holen, durch alle drei Maschen auf der Nadel. Faden holen, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, durch alle drei Schlingen auf der Nadel. Das machen wir für die nächsten 19 bis 20 Runden und dann sehen wir uns auch schon direkt wieder. Die Stuhlsocken sind hier ganz einfach gehalten, schnell, das kannst du beim Fernsehen schauen, machen oder beim Kaffee und Tee trinken, einfach nebenher deine Stuhlsocken häkeln. Und von Stuhlsocken braucht man ja mindestens 4 für einen Stuhl. Nicht vergessen. Deswegen kannst du dir dann ausrechnen, wie viel Gramm du ungefähr an Wolle dafür brauchst. Es kommt ja immer auf deine Wolle an. Aber hier sind auch Wollreste ganz gut zu verwerten, denn du musst die ja nicht in einer Farbe halten. Das Gute daran ist, diese Stuhlsocken kannst du auch ganz schnell waschen, einfach in die Waschmaschine auf 30 Grad und nur mit dem Trockner, da weiß ich nicht, da kommt es auf deine Wolle an. Aber das geht alles ruckzuck, sind deine Stuhlsocken wieder einsatzbereit. Ich habe nämlich das Problem gehabt, dass meine Filzgleiter, die ich da für meine Stühle hatte, absolut nicht gehalten haben. Und ich hatte wirklich keine Lust, die zu nageln oder sonstige Sachen zu machen. Denn ich hatte schon mal die Filzgleiter, die man mit dem Nagel in den Stuhl anbringt. Aber die haben mir dann auch den Boden irgendwann zerkratzt. Wenn dann nur noch der Nagel fast übrig bleibt und der Filzgleiter abgeschrubbt und abgewetzt ist. Am Ende jeder Runde angekommen, schließen wir die Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde. Du kannst aber auch gerne in Spiralrunden häkeln, dabei solltest du dir dann aber ein Markierungshäkchen oder Fädchen ans Ende oder an den Anfang jeder Runde legen, damit du den Überblick nicht verlierst. Wir sind jetzt hier bei der Runde 19 angekommen, häkeln nochmal 2 Luftmaschen auf und häkeln nochmal insgesamt die 19. Runde zu Ende und wir haben immer noch 28 Maschen. Wir haben also keine Maschen zugenommen, sondern wir häkeln hier unsere doppelten unsere verdoppelte Runde einfach nach oben hoch mit 28 Maschen. Worauf du achten solltest, ist wirklich deine Häkelnadelstärke. Ich habe hier die Häkelnadelstärke 4,5 und habe aber dabei eine ziemlich dünne Wolle. Solltest du eine dickere Wolle haben, so müsstest du dann praktisch, um diese Größe hier zu erhalten, natürlich eine kleinere Häkelnadel haben oder kleinere Häkelnadelstärke haben. Wichtig bei diesen Stuhlsocken ist einfach der Durchmesser deines Stuhlbeins ungefähr auszurechnen, dazu einfach dein Meterband um das Stuhlbein rum ausmessen und fertig. Weil Stühle sind ja so verschieden wie Menschen. Und deswegen variieren die Größen so. Ich kann dir keine Pauschalgröße geben. So, wir sind beim Ende der Runde 19 angekommen und wir schließen auch hier unsere letzte Runde mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche der Runde und beenden hier auch schon unsere Arbeit. Wenn du magst oder wenn es für deine Stühle, für deine Stuhlbeine nötig ist, so kannst du gerne ein oder zwei Reihen oder mehr Reihen hochhäkeln oder runden. Bei mir ist es jetzt hier gut so, es kann so bleiben. So, meine Stuhlsocke ist fertig und sie ist auch von unten nach oben einfach gerade hoch gehäkelt, fast wie ein Schlauch. Wenn du jetzt mit der Häkelnadelstärke 4,5 arbeitest, achte darauf, dass deine Wolle nicht zu dick ist, weil sonst wird dir die Stuhlsocke zu groß. Deswegen ist es wichtig, einmal auszuprobieren, wenn du deine Wolle und deine Häkelnadel hast. Vielleicht solltest du eine Testsocke häkeln, um zu sehen, wie die Maße deines Stuhls sind und ob die Stuhlsocke dann passt. Und das mal ausprobieren und dann kannst du ja weitermachen mit deinen Stuhlsocken. So hat mein Stuhl jetzt endlich eine Socke und mein Boden ist geschützt vor Kratzer und ich brauche mich nicht mehr damit rumärgern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und falls du mich noch nicht abonniert hast, so wird es langsam Zeit, das zu tun, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.